So, hallo, wir machen ja weiter oder ist es noch hinten dran gehangen, je nachdem, wie lange wir ja noch brauchen. Bei Auch dem Hack gebraucht von ist irgendwie. Shizufuzu und jetzt habe ich die Nummer vergessen. Mark 99, nee, nicht Mark. Chris. Chris, nee. Fuck. Moment, ich hab's hier, ich hab hier YouTube offen. Moment. Nein, Hilfe. Erik, Entschuldigung. Man hat den Eindruck, du möchtest dieses Video in die Länge ziehen. Erik, nein, nein. Erik 99333. Um Gottes Willen, es tut mir leid, lieber Erik. Wir spielen den Yellow Switch Palace, nachdem wir noch nicht gedrückt haben. Aber der ist wahrscheinlich Und tot. nicht sonderlich lang und schwer. Wollte ich sagen. Ah, die Musik ist super. Und tot. Lernkurve. Vier Leben noch. Puh. Das war gar nicht Yay. mal so einfach. So, schön Münzen sammeln. Kann ich da rein? Nein. Alter. Hier ist ganz schön was Herz los. drüber. Hier ist ganz schön was los. Gib mir einen Pilz, danke. Oh, guck mal, der ist auch zu blöd zum Werfen. Mit ein bisschen Glück kommt er gar nicht zu dir beim Werfen, ja. Ja, eben. Wie sage ich ja, er ist zu blöd zum Werfen. Dafür habe ich jetzt hier unten die Kacke. Was ist das denn hier alles? Da mochte jemand Feuer. Weg, weg, weg. Ah, okay. Das war aber, das war gar nicht so unhaft. Oh, sind noch gar nicht vorbei. Oh. Ein Puzzle! Machen wir doch einfach dann. Nein, natürlich nicht. Wir wollen hier mal nicht rumglitschen. Ja, so anspruchsvoll ist es ja nicht. Das solltest du ja wohl hinkriegen. Das sollte automatisch runterkommen. Ja, ich meine, ich kann mir die Schelle auch so holen. Ja, jetzt nicht mehr. Aber wofür habe ich dann überhaupt das Springboard? Ach, dass ich da hochkomme. Da hoch dann. Da drüben wird ein P-Switch drin sein, dann kommst du mit dem Okay. anderen P-Switch da hoch. Was hole ich mir die Schelle einfach so? Ja, dann ja, wow. Jetzt kannst du dich hier wieder ganz prima einsperren, dass du nicht rauskommst. Wie sorgt doch um P-Switch? Ah ja, wenn ich ihn rauswerfe, natürlich nicht, ja. Stimmt. Oh nein, es ist ein Zeitlevel. Jetzt am besten genau in die Mitte werfen. Yay! So. Prima. Jetzt muss ich aber natürlich noch mal. Schmusch. Ach nee, muss ich nicht. Ich muss es ja gar nicht gespielt haben. Ich muss ja einfach, kann ja einfach weiterlaufen. Weil das letzte Mal ist nämlich das passiert, dass wir dieses Level hier abgeschlossen haben, hat es den P-Switch da unten gedrückt. Und jetzt hat sie ihn übrigens nicht gedrückt. Sehr gut. Jetzt haben wir also noch Beach vor uns. Und auch das spielen wir ohne Sa Was? Das sind auch schöne Grafiken. Das ist aber eine tolle Yoshi-Coin. Wow. Ja, hat auch prima funktioniert. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Hammer Mario! Huch. Das ist auch cool. Vielleicht sind noch Sachen hinter drin. Das nur von unten. Ah ja. Und ich kann auch in der Luft kann ich ihn nicht einsetzen. Nur am Boden. Doch. Ah, sehr schön. Schön. Oh, ach so. Naja, muss ich mich Muss ja an davon die Ecke hinstellen. wahrscheinlich stellen. Okay. Ah, schöne Idee. Ah ja, man braucht. Ja, okay. Oh, so geht's auch. Man braucht ihn sogar. Wäre natürlich jetzt doof, wenn man ihn verliert, dass man da nicht durch kann. Ja, da gibt es ja schon einen zweiten. Wird man die Shell Ja, mitnehmen, für ich alle behalte die Fälle? Shell mal aus Gründen. Ja. Das war unsere Yoshi-Coin. Sollte ich noch eine Shell bekommen, gehe ich zu. Was? Ah, oder so. Wie komme ich denn da runter? Mit einem P-Switch? Wie, echt? Du hast gefragt. Ja, die Frage war dann eher, wie kriege ich einen P-Switch? Aber ja, du Indem hast du einen natürlich recht. findest. Oh, toll.
Ja, Mensch. Schritt 1? Ja, wäre erstmal nicht sterben bis dahin. Ups. Nummer 4. Uah. Na toll. Die behalten wir mal lieb. Die behalten. Na okay, okay. Ich krieg eh genug. Also ich denke mal, wir sind dann auch bald beim Ziel. Wir haben jetzt recht viel eingesammelt. Jetzt ist die Frage, geht's da zum Ziel? Nee, zum Ziel. Wo geht's da hin? Oh scheiße. Ah oh, nee, komm, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, du kannst ja offscreen die Shell. Und da sage ich's noch. Hätte ich tun sollen. Ah. Aber wir wollen ja sowieso dieses Video länger machen. Vielleicht sind ja auch die Credits extrem lang. Ja! Ach scheiße. Und wenn du Game Over gehst, dann müssten wir alle Level nochmal spielen. Ja, natürlich. Beziehungsweise ich kann... Ah, weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich pack einfach... ich kann ja hier schon in dem Part praktisch schon den Kaizo-Hack anfangen. Das ist ja auch von ihm. Das ist ja eh alles. Shizufutsu. Oh, Confi. Not now. Ich krieg's nicht weg. Weil ich... Oh. Das siehst du, glaube ich, gar nicht, ne? Weil ich dein Bildschirm... Ich sehe nichts, ich sehe nur Zapfnuss. Okay, so. Zock. Aber umso besser, hat man es auch nicht auf der Aufnahme gesehen. Tschüss. Anflug von Skill. Ich würde es eher als Glück bezeichnen, aber ja. So, diesmal hole ich mir den noch nicht. Kriege ich den nämlich nachher wieder. Der wird ja nicht oben reingepackt. Sondern würdest du jetzt aber noch zurückgehen, um den Hammer zu holen? Naja, aber er ist dann halt einfach weg. Also es ist total Quatsch, ihn jetzt einzusammeln. Das stimmt natürlich ich auch. Ich würde eh nicht zurückgehen, aber jetzt würde ich mir den holen. Aber naja. Aber es wäre halt einfach Verschwendung. Und wir sind ja effizient, nicht wahr, in unserer Marktwirtschaft. Volle Zustimmung. Was hat Mario mit Marktwirtschaft zu tun? Wir sind effizient, habe ich gesagt. Ach so. Wir leben in einer Marktwirtschaft, also sind wir effizient. Nein. So. Also jetzt wenden wir das an, was wir vorhin gelernt haben. Ups. Huch. Was ist das denn hier alles? Nur für eine Yoshi-Coin? Really? Ich habe ein wenig Angst vor dem Feuer da. Also das Feuer, denke ich, also das von den Flammen im Hintergrund sollte dir nicht wehtun. Ich hoffe es. Tatsache. Doch, das natürlich schon. Ach nö. Midway Point, please. Aber gut, der Hack ist ja abgebrochen. Jetzt könnte man ja sagen, ah, die wollten einen Midway Point noch einbauen. Die haben es aber einfach gar nicht mehr gemacht. Vielleicht wollte sie dich auch einfach nur leiden sehen. Ich glaube auch. Lass mal die Yoshi-Coin. Ach, scheiße. Lass mal die Yoshi-Coins jetzt mal. Ich will aber in die Röhre nochmal rein. Ich will wissen, ob dahinter noch was ist. Ich würde wetten, nein. Ich glaube auch nicht, aber... Nachschauen, schade. Ah, ne, komm! Und der nächste Tod. Und der nächste unerlaubte Rewind. Was war das denn wieder Blödes von mir, Mann? So. Du hast dann gerade mal 2 von 4 Level geschafft. Davon war einer ein Switch. Ey, ich hab den Hammer nicht mehr. Jetzt wollte ich die hier kaputt hämmern und dann... Huch, ist das... Ach, ist das Bett? Das ist Fett. Nee, das ist nicht Fett. Oh, hier ist noch ein Leben versteckt gewesen. Das ist schönes Leben. Das ist ein schönes verstecktes Leben, ja. Das stimmt. Ah, okay. Ich nehme mal an, wir haben nicht viel verpasst. Da bist du, glaube ich, reingefallen vorhin. Genau. Gut. Und da steht was. Jetzt können wir nicht mehr lesen, was da stand. Das wird jetzt erst kommen. Ah, Fun. Fun. Credits. Yay. World 1 Questland und Nummer 1 Beach bei Shizufutsu, Nummer 2 Questland und der Yellow Switch Palace bei Eric99333. Sehr schön. Das heißt, du hast die Level von Eric99333 geschafft und die von Shizufutsu nicht. Stimmt.
Ja, Mensch. Okay, dann würde ich nämlich tatsächlich sagen, wir starten jetzt schon in den Kaiserhack rein. Dann ist das einfach... Ja, das kann man dann schon irgendwie... Das sollte ich bin mal gespannt, was für Titel das dann... So hat er es ja geschrieben. Ich kann das kurz nochmal vorlesen. Der Hack ist nur für Level lang. Falls die Videolänge nicht ausreicht, habe ich noch einen kleinen Kaiserhack vorbereitet. Das heißt, er hat sich gedacht, dass das alles irgendwie zusammenkommt. Bleibst du bei deinem ohne Safe States? Nee. Schade. Und wir haben offensichtlich die Höhle schon mal gesehen. Da ist er. Guck mal, hier habe ich schon mal Shizufuzu SMB, HT und Bon gespielt. Das ist anscheinend auch schon länger her. so, hier sind wir. Also die Höhle... Wie hast du denn schon gespielt? Die Höhle davon kennen wir anscheinend schon. Ich bin gespannt, wenn ich sie sehe. Huch. Die Musik. Happy Rainbow. Das wird wohl nicht die Höhle sein. Ach, ich kann die Höhle sowieso überspringen, weil wir die schon kennen. Sehr gut. Ich kann wieder alles begehen. Ich kann mal ganz kurz reingucken. Ah, ja. Auch wenn du sie nicht kennst, ich würde an deiner Stelle jetzt ach ja sagen. Ich erinnere mich. Nee, doch, das spielen wir nicht nochmal. Happy Rainbow, so, Safe State. Oh, der Hintergrund ist... Oh, ich habe schon verkackt. Ja, ich hätte den Bowl gebraucht. Aber der sieht wunderschön aus hier alles. Ja, ich muss mich jetzt aufs Kaiser umstellen. Fug. Rainbow Road Musik. Ich glaube ja. Ja, das ist Rainbow Road. Ich glaube, ich muss den Pilz verlieren. Ja, du musst und schnell sein. Schnell sein, nicht langsam. Gut, wir spielen ja eh mit Safe States. Jetzt kann ich wieder nicht skillen. Also das hatten wir vorhin aber besser gemacht. Vielleicht von hier. Ach, komm schon. Der Regenbogen im Hintergrund ist interessant. Der hat zweimal rot und zweimal gelb und zweimal grün. Ja, der geht einmal in die Mitte und dann wieder von der Palette zurück. Mhm. Nicht so wie der hier. Rennen! Oder warte. Ja, hier komme ich ja durch. So. Ja, das geht. Ei. Nein. Ich komme aber direkt auf die erste, oder? Also auf die obere. Ja. Ja, das sollte auch gehen. Und da helfen wir jetzt natürlich auch, dass nicht alle Feuer da sind. So, weg! Weg. Hüsen! Das sah wunderschön aus. Ja, aber den hättest du auch wieder gebraucht. Nein! Du hast recht. Okay. Ach, das war's schon. Sehr schön. Könnte man fast ohne Safe States probieren. Hahaha, nein. Ist es ein Brokkoli? Oder ein Kleeblatt? Brokkoli. Ich weiß es nicht. Es könnte... Also, dann einigen wir uns auf Brokkoli. Also ein Kleeblatt ist es irgendwie nicht. Ja, Mario will Brokkoli essen. Der wird jetzt vegan, deswegen. Yay! Entschuldigung, ich wollte dich nicht abschneiden. Ich habe nur wer weiß gesagt. Achso. Hard work. Aber das erste harder. War doch wirklich schön happy. Ja. Na, gucke mal, hard work. Da ist ein Lavasee unter unserer Arbeitsstelle. Da arbeite ich doch gerne. Huch. Stimmt auch gar ja, nicht natürlich. Warm hier. Kommt da was raus? Ach, dann kann ich mir wahrscheinlich... An die Haken ja, vielleicht? Okay. Ja, festhalten. Cool. Ich mag, dass wir im Schild verschwinden, wenn er hochfährt. Aber nur die untere Ecke, die obere nicht. Ja. Ich glaube, da musst du ein bisschen schneller sein. Ah, das geht sogar.
Ach, scheiße, ich dachte, das ist fest. Warte, ist das schon das Ziel? Ja. Aber du bist vier falsch. Ich glaube auch. Ich glaube, da komme ich auch das nicht mehr runter. Nee. Also ab. Dann vielleicht so. Ah, okay. Ja. Ach, und dann jetzt einfach da reingehen. Ja, und jetzt halt wieder ein bisschen timen. Was? Okay. Das war kurz. Ja. Timen. Hast du einen Plan oder springst du nur immer wieder ab? Ich hab keinen Plan, ich spring nur immer wieder ab. Probier's doch mal einfach ein Stück höher, genau. Ich häng hier unten so fest. Ach komm schon! Wohl noch ein Stück höher, du kommst ja immer noch nicht dran. Ach so meinst du, ja. Ich verstehe, was du meinst. Dann lande ich irgendwann in den Mannschaften drin. Du landest wahrscheinlich eher irgendwann im Formt drin. Ah. Ja, perfekt. Wofür habe ich jetzt das Ding da gebraucht? Das hat eigentlich nichts gemacht. Ja. Hm. Vielleicht war es jetzt auch nicht der gedachte Weg, Huch, wie du rauskommst. Da ist irgendwas kaputt gegangen. Dann können wir jetzt vielleicht doch nochmal die Monster Cave spielen. Das war jetzt ja doch alles relativ kurz. Die Monster Cave ist aber, glaube ich, nicht so kurz. Die ist, glaube ich, länger gewesen. Ich glaube, die hat damals ein ganzes Video gebraucht. Also ich kann die Monster Cave nicht. Dann spielen wir sie schon allein für Skew nochmal. Wenn ich gar nicht will. Ugh, lass mich in Ruhe. Für Skew und die Videolänge. Nein, wegen Skew gibt es jetzt noch einen dritten Part. Ach, scheiße. Vielleicht schaut ihr doch einfach das Video an, wo ich das schon mal gespielt habe. Fuck! Zurück, ich will meine Plattform wieder haben. Da könnten wir nochmal über die Lernkurve sprechen, wenn du das schon mal gespielt hast. Lass mich in Ruhe mit deiner Lernkurve. Die ist bei mir nicht existent. Ach komm schon. Wie ging das denn? Ich kann's nicht mehr. So ging das. Okay. Tschüss. Nein. So. Okay. Und muss der Schien der Lava nachher sterben? Lustig wird's jetzt übrigens, wenn es kein Video von dem Hack gibt auf meinem Kanal. Von dem Level, aber ich meine mich daran zu erinnern, tatsächlich. Vielleicht nur im Livestreamer, den hättest du ja dann auch hochgeladen. Ich glaube, die Videos habe ich schon. Du kannst ja, wenn du magst, mal ganz kurz gucken. In meiner sonstiges Playlist, da sollten die ganzen Schizofuzu-Hacks drin sein. In einer sonstigen Liste, okay. Ja, das sind, glaube ich, mittlerweile schon 9 oder 10 an der Zahl, die er eingeschickt hat. Du müsstest ja im Thumbnail sehen, ob es die Höhle gibt. Boah, ich krieg's nicht hin. Zu doof wieder dafür. Och, einfach weiter versuchen, das klappt schon. Bisschen Ehrgeiz und bisschen Slow-Mo. Zuversicht. Bisschen Slow-Mo? Kaum bin ich hier weg und schon ist Slow-Mo. So viel zu, ich soll nachgucken. Hätte ich das heimlich machen wollen, hätte ich es ja nicht mal erwähnt. Also ich bin ja hier transparent. Wir haben aber nicht demokratisch abgestimmt, ob ich auch für Slow-Mo bin. Das ist schade. Ich hab's aber jetzt mit Slow-Mo geschafft. Ich kill Yoshi lieber mal, ich weiß gerade nicht. In deinem sonstigen Ding ist übrigens auch eine Livestream-Ankündigung drin. Oh, toll. Kommt gleich mal wieder raus. Was hat denn die da drin verloren? Welche denn? Ist die alt oder neu? Lass mich nicht lügen. Donnerstag, 21.04.16. Ja, okay. Keine Ahnung, wie die da reingeraten ist. Ja, hast du schon mal gespielt. Wie lange ist das Video?
16 Minuten. Okay. Ich finde, schreibt sogar, das Level hätte dir eh irgendwann gesendet. Oh. Du brauchst für das Level sogar nur 10 Minuten. Dann spiel ich dann doppelt, oder was? Nö, du spielst noch ein anderes Level. Ach, cool. Gut, dass ich weiß, was ich mal getan habe. Hier ist ja schon ein bisschen länger her. Wie lange ist das? Ich wollte gerade fragen. Fast ein Jahr. Ja, okay, das gilt vielleicht dann. Ach, Gott sei Dank. Gut, dann sind wir jetzt wieder bei 20 Minuten. Dann würde ich sagen, ich breche jetzt mittendrin. Das tatsächlich nicht. Ich breche nicht ab, sondern ich beende nur das Video. Und wir schauen mal, wie lang der nächste Part wird. Wenn er unter 10 Minuten ist, dann hänge ich es hinten dran. Ich weiß nämlich nicht, wie lang das vierte Level wird. Super mit Faster Sonic. Werden wir sehen. Danke erstmal fürs Zuschauen. Tschüss. Und tschüss.